Hallo aus der ProKlima Wissenswerkstatt. In der vorherigen Folge haben wir gelernt, wie wichtig die Außendichtung ist. Denn nur mit einer funktionierenden Außendichtung funktioniert auch die Wärmedämmkonstruktion dauerhaft. Und heute in dieser Folge geht es darum, wie wähle ich denn die passende Außendichtung für mein Gebäude? Und dazu frage ich jetzt meinen Kollegen Michael Förster aus. Er ist Bauingenieur und der Leiter der ProKlima Anwendungstechnik. Michael, woher weiß ich denn, welche Außendichtungswand die passende für mein Gebäude ist? Ich denke, es kommt darauf an. Handelt es sich um ein Steildach, ein Flachdach oder vielleicht eine Wandkonstruktion? Wenn es sich um ein Steildach handelt, dann sollte die Bahn auf jeden Fall regensicher sein, hochdiffusionsoffen und vor allem feuchteaktiv. Feuchteaktiv? Michael, ist das das gleiche wie Feuchtevariabel? Was bedeutet feuchteaktiv überhaupt? Feuchtevariabilität kennen wir von den Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen. Diese werden bekanntermaßen auf der Innenseite von Bauteilen angeordnet. Feuchteaktiv bedeutet, dass Feuchtigkeit aktiv entlang der Molekülketten aus dem Bauteil heraus transportiert wird. Das hat Vorteile bezüglich der Bauteilsicherheit. Sind eigentlich alle Außendichtungsbahnen feuchteaktiv? Hochdiffusionsoffene Bahnen verfügen mehrheitlich entweder über einen mikroporösen oder einen monolithischen Funktionsfilm. Beim mikroporösen Funktionsfilm muss die Feuchtigkeit durch die feinen Poren durch die Bahn gelangen. Fällt zu viel Feuchtigkeit an, kann es passieren, dass sich ein Feuchtigkeitsfilm auf der Rückseite der Bahn bildet. Dadurch reduziert sich das Ausdruckungsvermögen erheblich. Bei Eisfilmen bis auf null. Und wie ist das mit monolithischen Bahnen? Bei diesen wird Feuchtigkeit aktiv entlang der Molekülketten transportiert. Bauphysikalisch gesehen handelt es sich dabei um einen richtigen Diffusionsvorgang. Das hat Vorteile, wenn das Feuchtigkeitsaufkommen doch mal größer werden sollte, denn die Austrocknung bleibt gesichert. Und gibt es einen Test, wie ich schauen kann, ob eine Bahn jetzt monolithisch ist oder mikroporös? Ja, den gibt es. Und zwar gibt es hier dieses Testgerät. Das besteht aus einem Kunststoffgefäß mit einem Kunststoffdeckel, an das oben ein Blasebalg angeschlossen ist. Und ich kann in dieses Kunststoffgefäß Wasser einfüllen und das zu untersuchende Bahnobjekt einspannen. Und wenn ich dieses Gefäß jetzt umdrehe, dann steht Wasser auf der Bahn und ich kann von unten über den Blasebalg Wasser ins Gefäß hineinblasen und feststellen, wenn Blasen aufsteigen, ob es eine mikroporöse Membran ist oder wenn Blasen nicht aufsteigen, ob es eine monolithische Membran ist. Ich mache das jetzt einfach mal. Aber man kann ganz deutlich sehen, hier steigen Blasen auf. Jedes Mal, wenn ich Luft hineinpumpe, kommt ein Schwall Blasen durch die Bahn. Das heißt also, es handelt sich auf jeden Fall um eine mikroporöse Membran. Ich habe jetzt mal eben das Bahnmuster gewechselt und jetzt wollen wir mal sehen, ob durch dieses Bahnmuster, was ich jetzt hier eingesetzt habe, das ist eine ProKlima Solitex, auch Blasen aufsteigen. Der Versuch ist der gleiche. Ich pumpe wieder und man stellt fest, es sind keine Blasen zu sehen. Das heißt also, das ist der eindeutige Beweis, bei dieser Bahn handelt es sich um eine Bahn mit einem monolithischen Funktionsfilm, der keine Poren hat. Danke, Michael. Feuchteaktive Außendichtungsbahnen erhöhen also das Bauschadensfreiheitspotenzial. Wie ProKlima Außendichtungsbahnen genau funktionieren, das lernt ihr in ProKlima Seminaren. Alles Gute und bleiben Sie bauschadensfrei.